meine Hübschen, herzlich willkommen zu diesem Herbstfavoriten-Video. Ja, ich habe heute vor euch meine Herbstfavoriten zu zeigen, also die ich jetzt wirklich schon seit Anfang September verwende, denn für mich geht sozusagen ab Anfang September eben schon der Herbst los. Und ja, da habe ich so ein paar Sachen für euch, die ich euch empfehlen kann und vielleicht ist ja irgendwas für euch auch dabei. Ja, dann würde ich vorschlagen, fangen wir an. Ach so, bevor wir anfangen, ich habe mir mal die Nägel gemacht. Die sehen heute so aus mit Blümi und Glitzer und so. Ja, ich habe einfach mal ein bisschen rumprobiert. Also wenn ihr Lust habt auf so ein Nagel-Tutorial, dann würde ich das gerne mal für euch machen. Lasst es mich einfach wissen. So, fangen wir an mit den Favoriten. Das erste ist was zu trinken und zwar habe ich dieses hier. Das ist von der Firma so Laudatio. Das bekommt ihr im Rossmann für 1,49. Da sind 10 so eine Päckchen drin und das ist Chai Latte mit feine Vanille und Zimtnote. Und oh mein Gott, das ist so lecker. Das schmeckt mir viel, viel besser als das eben von Krüger. Und ja, daher, das ist auch schon wieder nachgekauft. Trinke ich jetzt die ganze Zeit über und das ist so, so lecker. Also immer morgens und eine nachmittags und ja, sehr lecker, da ich ja nun mal nicht so wirklich Kaffee trinke und lieber Tee, schwenke ich eben da auf die Chai-Latte um und ja, das ist sau, sau lecker. So, und ich sehe gerade, das wird angetutscht. Na, ist egal. Ja, dann war ich gestern Abend noch im Lidl und Lidl führt momentan Duftkerzen. Also ich zeige euch die jetzt nur stellvertretend im Prinzip für alle Duftkerzen, die jetzt seit September sozusagen sich bei mir befinden und die auch in Benutzung sich befinden. Ich habe mir zwei davon gekauft. Nein, eigentlich drei. Das dritte ist für meine Mama. Jetzt haben wir hier einmal die Duftkerze. Hier steht auch drauf schon Merry Christmas. Und ja, das riecht nach Schokolade und das riecht nicht so künstlich. Ich finde den Geruch sehr, sehr angenehm und ja, die ist sehr lecker, so vom Geruch her. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber da sind so überall Glitzersteinchen am Drauf. Ich glaube, ich mache mal kurz den oberen Teil ab. So. So. Und das seht ihr, das glitzert und das funkelt. Und oh, oh mein Gott, das riecht so gut. Die haben gestern gekostet, ich glaube, 1 Euro. Also wenn ihr einen Lidl bei euch in der Ecke habt, dann guckt da mal rein. Und dann noch die zweite, die ist mit Bratapfel und Zimt. Ja, auch hier wieder mit dem ganzen Glitzer-Dingsterbums dabei. Und ja, die ist gut. Steht da unten noch irgendwas drauf? Nö. Nö, da steht nichts weiter zu drauf, außer Made in EU. Und ja. Die fand ich gut und für 1 Euro kann man nicht meckern. So, dann machen wir weiter mit der Gesichtsreinigung, die ich seit September halt verwende. Das ist diese hier, das ist von Balea. 3 in 1, das ist eine Reinigung, ein Peeling und eine Maske mit Fruchtsäure, ist für Mischhaut. Das ist dieses hier aus dieser grünen Reihe. Ja, das ist sehr, sehr toll, es riecht sehr, sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Oh Gott, ist da ein Linus. Überall Hundehaare. Na egal. Wartet, ich habe Tücher und so schon bereitgelegt. So sieht das ungefähr aus. So. Ah, und die Peelingkörner sind auch ganz, ganz fein. Ich glaube, die seht ihr hier jetzt drauf gar nicht. Und ja, ich verwende das sowohl als Maske als auch als Gesichtswaschgel. Oder eben auch als Peeling und ja, das ist super, das kostet unter 2 Euro und ja, das ist echt prima. Könnte ich mir auch wieder vorstellen, nachzukaufen, wenn ja, die anderen Peelings, die ich jetzt noch alle habe, alle sind. Aber machen wir erstmal das eine. So, wenn es hier jetzt hier klappert, das sind momentan Gesicht- und Hände-parfümfreie Reinigungstücher, die habe ich hier, um mir dann eben gegebenenfalls die ganzen Cremes und das eben abzuwischen. So, machen, wenn wir uns das Gesicht gereinigt haben, gibt es natürlich immer noch eine Creme drauf, je nachdem, für morgens. Da finde ich die hier total toll. Das ist die Hydro-Creme. Die ist auch für Mischhaut. Ich hoffe, ja. Mit Panthenol. Die war ja in der Lovely Box drin von der, wie heißt sie denn? Von Sunny. Und ja, die finde ich echt ganz toll. Also ihr seht, die ist sehr, sehr ergiebig. Die benutze ich jetzt seit Anfang Oktober. Also doch schon ein paar Tage. Aber irgendwie ist sie total ergiebig. Und ja,
Und die riecht auch sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Ja, und vertrage ich eben auch. Ja, das, was ich dann für die Nacht verwende, ist von Balea. Das ist eine Q10-Creme, strafft und stärkt. Anti-Falten-Nachtcreme. Ja, habe ich irgendwann mal zugegriffen, warum auch immer. Genau, weil ich davon eine Probe hatte, die gut fand. Und dann habe ich eben die Nachtcreme. Also, wie ihr seht, das Töpfchen ist schon ein bisschen leerer. Die hat auch eine ziemlich feste Konsistenz. Diese Cremes, also Nachtcremes, die benutze ich im Winter als Tagescremes, weil die einfach sehr, sehr reichhaltig dann sind. Und ja, die sind super. Also da ist auch ordentlich was drin. Es sind 50 Milliliter. Ist halt, ne, Glas und ja, sind total toll. Ich schraube das jetzt mal wieder schnell zu. So. Ja, das ist auch echt prima. Also es sind super Cremes. So, ich muss jetzt mal gucken, wo ich das hinstelle. Ich mal hier hinten hin auf die Futtertonne. So. So, Peeling habe ich euch gezeigt. Kerzen habe ich euch gezeigt. So, dann machen wir weiter mit Haare waschen. Da benutze ich momentan von Essence O-Time, das, was ja mit Frau Schiffer entwickelt wurde, das Crystal Shine Shampoo. Glamouröser Glanzboost, minimalisierte Reflexe mit verflüssigten Kristallen für glanzloses und normales Haar. Das hatte ich mir im Angebot gekauft bei Rossmann und ja, habe jetzt mein anderes Shampoo alle gemacht. Und jetzt verwende ich das schon seit Anfang des Monats. Und ja, es ist ein normales durchsichtiges Shampoo. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, stand eben noch unter der Dusche. Riecht prima und ja, die komplette Reihe, egal was davon eben, ob es nur eine blaue Umrandung hat, die goldene. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker und ja, gefällt mir. So. Dann etwas, was ich schon sehr lange stehen habe. Ich habe manchmal so Schwierigkeiten einzuschlafen. Und das habe ich mal von Ulrike bekommen. Kneipp, Aroma, Pflegeschaum, Bad Zeit für Träume. Und das ist eben mit Lavendel, Vanille und Abendblume. Und ja, Uli mag eben kein Lavendel. Und deswegen hat sie mir das gegeben. Und also die Flasche ist. Ah, ungefähr noch bis hier voll. Also wo Aroma Pflegeschaumbad steht. Und man braucht da wirklich nicht viel von und das reicht mir echt so lange. Und das ist so auch für den Winter. Ich finde immer, wenn ich damit baden gehe, dann bin ich auch immer voll entspannt. Und ja, also ich mag das sehr, sehr gerne und gehe damit auch super gerne baden. Benutze es aber sehr, sehr sparsam, weil eben, ja, ist von Kneipp und ist ja nicht eben gerade sehr günstig. So. Dann noch etwas, wo ich ja gedacht habe, es geht aus dem Sortiment letztes Jahr. Deswegen habe ich mir das jetzt aufgehoben, aber bald wird es jetzt angefangen. Und zwar rede ich von Warm Cinnamon Nights, Duschcreme von Track & Moon. Die benutze ich aber nicht als Dusche, sondern eher als Badezusatz. Und ich finde ja die Aufmachung auch wieder herzallerliebst. Das heißt, dieses Jahr werde ich mir auch wieder eins davon kaufen, sodass ich dann immer eins in Gebrauch habe. Und ja, hier steht eben immer drauf, dass man nur für kurze Zeit erhältlich ist. Und ja, es ist halt eine große Buddel. Ich glaube, 500, ja, 500 Milliliter sind da drin. Und also, wer Zimt mag und ja, riecht da auf jeden Fall mal dran. Das ist so, so lecker. Also, wie gesagt, ich habe das nicht einmal benutzt gehabt, weil ich mir das echt jetzt aufgehoben habe. Ich habe mir das letztes Jahr gekauft. Nee, Anfang des Jahres, irgendwie im Februar oder so. Und ja, jetzt habe ich mir das eben aufgehoben. Jetzt ist es dieses Jahr wieder im Sortiment. Das heißt, ich kann das jetzt verbrauchen, kann mir dann neues nachkaufen für nächstes Jahr. So, jetzt wird es hier drüben auch schon voll. So, dann habe ich mir hier so eine Tüte zusammengepackt aus dem Rossmann. Da ist auch noch unglaublich viel drin. Ja, wenn wir schon beim Baden sind, machen wir eben weiter. Ja, wie kann es anders sein? Die meine Videos schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen, dass ich total auf den Geruch von Buttermilch Zitrone stehe und dieses Mandarine-Buttermilch-Badesalz, das ist genauso toll. Das erhaltet ihr im Rossmann. Das kostet irgendwie 59 Cent, wenn es im Angebot ist, 44 Cent. Und ja, das ist echt. Prima, das könnte ich auch das ganze Jahr übernehmen, ob nun im Sommer oder im Winter. Und ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch immer wieder nachkaufen. Genauso auch wie die Reihe von Litamin. Also, das ist so, so lecker.
Also die, die es noch nicht kennen, schaut euch das unbedingt mal an. Das ist ein ganz, ganz tolles Badesalz. Ja. So. Dann habe ich da drinnen noch eine Dusche, die ich momentan auch verwende. Das ist eine Limited Edition von Balea. Das habt ihr, glaube ich, auch in meinem Haul gesehen. Das ist, ja, Duschgel Black Secret mit dem Duft von Vanille und Orange. Ist genauso lecker. Ich finde den Duft sehr passend so für die Herbst-Winterzeit. Ich werde mir auf jeden Fall davon noch was nachholen, weil das eben, ja, wie gesagt, sehr, 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 sehr lecker ist. Und ja, für die, die es nicht kennen, schnuffert da mal dran. Die anderen beiden Sorten. Ja, das helle habe ich jetzt, also das weiße mit Passions irgendwas, das habe ich nun an Oma verschenkt. Die ist total happy damit und wird sich davon auf jeden Fall was nachkaufen. Das pinke mit der Magnolie, glaube ich, war das. Das mochte ich gar nicht, aber das ist echt ein ganz toller Duft. Und ja, wie gesagt, ich brauche das auf und dann werde ich es irgendwann mir nachkaufen. Ich hoffe, dass es bis dahin noch im Sortiment ist. So, was haben wir jetzt hier noch? Ja, dann kommen wir kurz zu den Düften. Dieses Parfüm, Playboy, Play It Sexy, das trage ich. Also es ist ein All-Time-Favorite. Das ist einmal das Deo und ich zeige euch auch gleich einmal das entsprechende Parfüm dazu. Das hatte ich mir jetzt nachgekauft. Meins war ja irgendwann alle. Und ja, Play It Sexy, Playboy, ja, sehr weiblich, sehr verführerisch, aber ein Sommer wie ein Winterduft für mich. Und ja, von daher immer wieder nachgekauft, wie auch eben das Parfüm. Und ja, viel ist jetzt hier nicht mehr drin, wird nächsten Monat eben wieder nachgekauft. Und ja, also wer das auch nicht kennt, bitte mal dran schnüffeln. Ich mag's, ich find's klasse und ja, Parfüm werde ich mir dann auch wieder aufheben. So, jetzt muss ich das noch hinten hoch auf meine Kommode stellen, wo die Parfüms hingehören. Dann steht das hier schon mal nicht mehr oben. So. Dann kommen wir jetzt zu der dekorativen Kosmetik. Ne, ein paar Ohrringe habe ich nachher auch noch für euch, die zeige ich euch dann aber noch. Ja, machen wir jetzt erstmal die dekorative Kosmetik. Beginnen wir mit den Nagellacken. Zum einen, also ich habe drei Stück, die ich für den Herbst, Winter, ja eher so im Herbst liebe. Das sind die drei. Ein Essence Color and Go und zwei Volume Gloss Lacke. Den Essence Color and Go, den habe ich schon relativ lange stehen. Den hole ich auch wirklich nur im Herbst raus, weil ja, es ist ein Braunton, der schimmert und glitzert und das ist für mich so echt so Herbst. Das ist die Farbe 116. Gorgeous Bling Bling. Ja. Bitte tu mir den Gefallen und fokussiere das. So, jetzt dürftet ihr das lesen können. Und ja, der ist echt, echt super. Also, ich mag es an Essence, an den Color and Go Lacken, dass die wirklich so ein ziemlich breites Pinselchen haben. Na. Aber. Und ja, der gefällt mir echt gut. Die sind super und für 1,55 kann man da echt nicht meckern. So, dann diesen hier, den hatte ich auch in dem Tauschpaket von der lieben Mausis von Sunny drinne. Das ist P2 Volume Go Volume Guss. Ich hab's heute. Ja, leichte Wortfindungsstörung. Ich bitte um Entschuldigung. Also nochmal, P2 Volume Gloss Gel Look Polish. Dieser hier und das blendet. Und das ist die Farbe 030 Sweet Darling. Immer dieses Fokussieren, ne? Sweet Darling. Und dann den hatte ich euch auch kürzlich im Haul gezeigt. Diesen hier auch von der Volume Gloss Reihe. Das ist die Farbe 060 Happy Bright. Ja, der eine oder andere wird eben sagen, es ist jetzt für den kein Herbstlack. Für mich schon. Ja, ich finde den echt gut. Und ja. Irgendwie. Ich hoffe, ihr könnt das trotzdem halbwegs lesen. Moment. So.
Da haben wir Happy Bright und ja, sind tolle Lacke, trocknen sehr, sehr schnell, sind echt toll und 1,95, 1,75, was auch immer sie kosten. Ja. So, dann grabbel ich mal ganz kurz in meine Tüte. Ich habe hier ein paar Ohrringe, und oh, die habe ich schon so lange. Ich weiß nicht mehr, woher ich sie habe. Also entweder ich habe sie aus dem Rossmann oder ich weiß nicht woher. Das sind diese hier. Die haben halt hier so einen normalen, ne, Ring. Und dann haben die hier so ganz viel Bamsel und so Perlen und so. Und oh, ich finde die so schön mit Glitzersteinen. Und ja, das sind die, die trage ich momentan sehr, sehr oft. Die mag ich, weil die eben ein bisschen, also sie sind nicht zu lang, sie sind aber völlig in Ordnung. Und dann habe ich hier noch stellvertretend, oh Gott, ich hoffe, ihr seht das, Perlenohrringe. Wartet, wir machen mal alles anders. So, also ich habe Perlenohrringe in verschiedenen Größen, mal die kleinen, mal die etwas größeren. Ja, und da ist er. Und ja, die mag ich momentan auch sehr gerne. Finde ich echt schön, wenn man die drinne hat, einen dicken Schal drum. Ja, also ich finde, ich mag Perlenohrringe. So, hier hinten habe ich jetzt noch den zweiten in der Tüte. Ach so, ja, also zweiter. Ja, da. Ja, so, dann machen wir weiter mit, ja, hier haben wir ein paar Sachen schon. Zum einen, ja, Lippenprodukte. Damals aus dem Catrice-Sortiment ist ja das rausgegangen. Das ist diese Lip Cream Pure Shine. Oh Gott, man sieht das schon gar nicht mehr. In der Farbe 020 Rusty and Peach. So, ich mache jetzt mal so, dass der nicht so abgelenkt ist von dem Ganzen. In der Hoffnung, euch das zu zeigen. Nee, Rusty and Peach möchte nicht. Okay, also Rusty and Peach möchte nicht. Ich swatche euch den einmal. Das ist dieser Ton. Also er ist sehr, sehr schimmrig, sehr schier, aber voll schön. Ich mag den. Und ich mag das auch ganz gerne, wenn ich einfach irgendwie nur einen braunen Kajal oder so trage. Und den dann einfach nur auf die Lippen. Also brauner Kajal so ein bisschen auf die Wasserlinie. Zum Beispiel den hier von Basic. Der kommt jetzt in der Kamera rötlich drüber, aber das ist wirklich ein Braun. Ja, und den einfach auf die Wasserlinie. Wo sieht er aus? Und dann, also auf die Wasserlinie und dann schwarze Wimpern und den Lippenstift sozusagen oben drüber. Wunder, wunderschön. So, dann bleiben wir gleich bei den Lippenstiften. Dann habe ich noch den hier. Oh, der ist schon so abgegriffen. Der ist von P2 Pure Color Lipstick. In der Farbe 012 Kärntnerstraße. Ja, das war mein erster von P2, den ich mir gekauft habe. Und dann habe ich ganz viele damit angesteckt, unter anderem eben auch Oma und meine Schwiegermama. Und das ist dieser zweite Ton. Also der hier. Und ja, der ist auch voll, voll schön. Also den kann man auch sehr, sehr gut im Alltag tragen. Und ja, der gefällt mir. Der gefällt mir. Dann haben wir noch zwei und dann ist es das erstmal mit den Lippenstiften. Dann ein aus der Catrice-Reihe. Der ist mal irgendwann aus dem Sortiment gegangen. Gekauft habe ich ihn mir eigentlich nur wegen der Bezeichnung. Das ist die Farbe 090 Fox Knox und also die 90 könnt ihr erkennen, also es ist die Ultimate Shine. Wie gesagt, ich habe ihn mir nur gekauft wegen dem Namen Fox Knox. Und so, das ist jetzt der dritte. Also den mag ich auch sehr, sehr gerne. Und der ist auch sehr, sehr schimmerig und oh, voll schön. Voll so eine schöne Herbstfarbe. Und dann noch ein, das ist die Farbe 08, Color Crush von Essence. Kann halt durchaus sein, dass ich euch jetzt Sachen zeige, die es irgendwie nicht mehr gibt oder die es nicht mehr gegeben hat oder wie auch immer, die eben schon das Sortiment verlassen haben. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Produkten habt, dann sagt mir Bescheid, dann
zeige ich euch die gerne nochmal genauer. Das ist halt die letzte und vierte Farbe, also die unterscheidet sich ja doch schon ein bisschen doll von den anderen und ja, also gefallen mir alles sehr, sehr gut. Ja, das sind meine Lippenstifte für den Winter. Ich mache jetzt hier einmal kurz nur die Swatches weg. So, dann habe ich für euch zwei Blushes. Zum einen hier diesen aus der Bilout LE, den habe ich mal reduziert bekommen. Das ist die Farbe 01 Apricot. Das ist ein Multicolor Blush. Ich habe beide. Der andere, da ist mir der Deckel kaputt gegangen. Das ist dieser Peach-Ton. Und also der ist auch sehr, sehr glitzerig, sehr, sehr schier. Und ihr seht kaum was. Wartet mal. So sieht er aus und der ist so wunderschön. Also er macht so richtig schöne Apfelbäckchen und echt, der ist so perfekt, total schön. So, jetzt gerade das Handtuch hier abgehauen. So, da ist er. Wie gesagt, Farbe 01 Apricot. Dann habe ich noch einen, der ist aus dem Sortiment auch gegangen. Silky Touch Blush. Diesen hier in der Farbe 050 Sweetheart. Auch den zeige ich euch natürlich. Der sieht so aus. Also er schimmert auch schon ordentlich. So, und das ist jetzt der hier. Also ihr seht, so einen großen Farbunterschied, finde ich, ist es jetzt nicht. Wobei ich eher beide auch im Alltag trage. Also manchmal mische ich sie auch, je nachdem, wie mir eben so eine Mütze ist. Aber ja, das sind eigentlich so die Blushes, die ich sehr, sehr häufig verwende. So, dann nochmal Swatches schnell wegmachen. So, dann haben wir noch ein paar Lidschatten und so weiter. Ich hole das am besten hier schon mal raus. So. Jo. So. Also, die Lidschatten, die ich hauptsächlich im Herbst verwende, ich lege mich da nicht immer so fest auf einen Look. Also, ich mache auch das, auf was ich Bock habe. Ich mache mir auch im Winter, was weiß ich, pinke Augen, also ne, mit einem pinken Lidschatten. Okay, fangen wir an. Ich habe hier so einen Stift, der ist von Catrice aus der Limited Edition Le Grand Bleu. Steht irgendwie hier zwischen, das sieht man aber kaum, also es ist ein Kupferton. Und das ist die Farbe 1004 Mermaid It. Und, oh, ich hole euch den mal raus. Und dann, so, da haben wir ihn. Also es ist ein wunderschöner Kupferton. Also den kann man auch gut unten, also ich nutze ihn manchmal auch einfach nur als Lidstrich. Ne? Für oben drüber Wimpern getuscht, ein bisschen Blush und dann einfach nur einen der Lippenstifte drauf und fertig. Das sieht so toll aus. Ja, den mag ich sehr, sehr gerne. Der ist wirklich schön und ja, bin damals froh, dass ich ihn mir mitgenommen habe. Dann noch ein auch von Catrice. Das ist ein Baked Eyeshadow. Das ist die limitierte Edition Haute Couture gewesen. In der Farbe 1002 Eye-Rose Descent. Ja, wie gesagt, gebacken. Und jetzt kriege ich das natürlich nicht auf. Doch. So, also ihr seht, das glitzert und das funkelt auch hier. Und gehen wir mal rein. Also da und hier. Ja, der ist gut für die Lidfalte. Und ja, auch alleine getragen. Wunderschön. So, einmal kurz den Swatch wegmachen. So, dann noch ein aus der Intensive Eyeshadow-Geschichte. Das sind ja auch gebackene Lidschatten. Das ist der hier. So. Der ist auch wunderbar. Jo, wartet. Ich zeige euch den hier. Ja, auch der schimmert und glitzert und funkelt, obwohl ich den mir auch sehr, sehr gut zu Weihnachten vorstellen kann. Aufgrund oder eben Silvester, weil der eben so wunderschön schimmert und blinkt.
So, dann habe ich noch einen, den hatte ich auch im Tauschpäckchen von der lieben Sunny. Das war, oder der Lovely Box, das war Pearl Dream Eyeshadow. Diese beiden Farben einmal in diesem wunderschönen Gelbton. Und einmal den Bronzeton. Einmal hier die beiden. Und wartet. So, hier vorne. Auch die sind wunderbar, wunderschön und ja, lassen sich auch ganz tolle Amus mitschminken. Wenn ihr das Bild von meinem Kanal, also mein Kanalprofilbild vom Kanal eben gesehen habt, da habe ich das übrigens auch verwendet drauf. Ja. Und dann einer wirklich meiner Favoriten, die trage ich wirklich, egal wann, es ist aus Essence 3D. In diesen wunderschönen Farben. Auch wieder einmal so ein Bronzebraun und dann so ein Orange. Ja, Rose, Aprikot, irgendwas Ton. Also auch voll, voll schön. So einmal Swatches wegmachen. Ich zeige euch jetzt einmal kurz den braunen. Da kommt er. Und dann zeige ich euch noch einmal den hellen. So. Einmal braun, einmal hell. Ich sage euch auch gleich die Farbe. Ich mache jetzt einmal nur die Swatches. Hier haben wir die beiden. Einmal hier den helleren Ton und einmal hier den Bronzeton. Wobei der Bronzeton dem hier auch sehr, sehr ähnlich nachkommt. Und die Farbe ist die Elf Irresistible Foxtrot. Ja, es ist heute sehr fuchslastig. Es tut mir leid, aber. Oh, ich glaube nicht, dass er das fokussieren wird. So, jetzt müsste es gehen. Foxtrot, ja. Ja, sehr, 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 sehr toll. Und ja. So, ihr Lieben, Tüte ist, glaube ich, fast leer. Da hat sich was angeklebt. Nicht erschrecken, das war einmal die Futtertonne. Genau, Tüte ist leer. Es sind nur noch zwei Sachen drin, ohne die ich eben nicht mehr kann. Und meine All-Time-Favorites, genau, die Eyeshadow Bases, nein, die Mascaras. Einmal Get Big Lashes in Rot, Volume Curl mit der unglaublich tollen, absolut gigantischen Bürste, ja, die ich mir auch demnächst wieder nachkaufen werde. Und dann einmal die Lash Princess in dieser wundertollen, süßen Aufmachung, als so, ja, Corsage-mäßig. Und ja. Toll, 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 nochmals toll. Also, wer die nicht kennt, diese 3,29 sind sehr, sehr gut investiert, genauso auch wie in die 2,25, glaube ich, sind das oder 2,45. Also, das ist echt der Knaller. Der absolute Knaller sind die beiden. Und die in Kombi. Also, die machen wirklich, wirklich einen tollen Job. Ja, ihr Lieben, so, ich lasse die beiden jetzt da vorne mal liegen. Das war mein Favoritenvideo. Habe ich auch fast eine halbe Stunde gequatscht. Ja, ich werde jetzt die Tage noch meine Lippenstiftsammlung anfangen abzudrehen. Dann meine Paletten und ja, dass wir eben mal so nach und nach alles haben. Und wenn das dann alles abgedreht ist, dann denke ich, werden wir so Richtung Weihnachten nachher auch eine Roomtour machen. Also bitte hier nichts Spektakuläres erwarten. Das ist einfach nur eine kleine Dreizimmerwohnung, wo ich halt mein kleines Reich für mich habe. Aber ich zeige euch das natürlich auch gerne und auch gerne meinen Schminktisch und Aufbewahrung und so. Natürlich auch nur, wenn Interesse dran besteht. Ja, wenn ihr wollt, dass ich aus dem hier allen, was ich euch eben gerade gezeigt habe, einen Look schminken soll, dann mache ich das natürlich gerne. Dann kann ich euch das nochmal genauer zeigen. So ein Herbstschminki, wenn ihr darauf Lust habt. Und ja, wollte ich euch sonst noch was erzählen? Ne, ich glaube nicht. Ich werde mich jetzt anziehen, werde jetzt nochmal mit den Hunden gehen und dann werde ich mich nachher schön in die Badewanne legen und dann noch ein paar Folgen von White Collar gucken. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bye, eure Foxy.